Herzlich willkommen, liebe Facebook-Gemeinde, zu einem weiteren Blick hinter die Kulissen des Dschungel Wien. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sitze mit der Schall und Rauch Agency, namentlich mit Gabriel Wappel und Simon Wosicek. Anlass ist eine Premiere am 27. Jänner hier in den Proberäumen des Dschungel Wien. The Sound of Music, Hidden Tracks, ein extrem flottes Heimatmuseum mit Live-Musik. Gabi, wer oder was ist die Agency? Erzähl uns ein bisschen über eure Arbeit. Die Agency macht bereits seit 10 Jahren, wenn ich richtig liege, ja, wir feiern heuer 10-jähriges, machen wir Theater und Performance für junges Publikum. Was das Außergewöhnliche an unserer Arbeit ist, ist eben, dass wir nicht nur pure Performance machen, sondern die Genres ein wenig mischen. Das heißt, es wird gesprochen, getanzt, gesungen in unseren Produktionen. Und was vielleicht auch anders ist als das Herkömmliche, ist, dass wir oft die Theaterräume verlassen. Es gibt zum Beispiel bei uns Buspannenfahrten zum Thema Pleitenpech und Pannen. Es gibt bei uns jetzt ein Heimatmuseum, ein lebendiges zu sehen, wo der Zuschauer frei wählt, wo schaue ich zu, bei welcher Station verweile ich, welchen Act erlebe ich mit. Dann gibt es Teile, die alle Zuseher anschauen, und dann gibt es wieder Teile, wo es sich aufspaltet. Das ist irgendwie so ein bisschen ein Markenzeichen von unserer Arbeit, dass wir immer wieder neue Formen ausprobieren auch. Und diesmal arbeiten wir mit Schimmern, der seines Zeichens Komponist ist und Musiker, und bei dieser Produktion zu uns gestoßen ist. Man muss dazu sagen, die Schall und Rauch Agency hat zum Beispiel 2012 sehr erfolgreich eine Performance mit dem Titel Sex aufgeführt und damit auch den Stella 12 Darsteller Kunstpreis für junges Publikum gewonnen. Wir schauen jetzt mal kurz in den Trailer. Ich komm fürs Schnell! In der ganz echten Version vom Froschkönig ist es so, dass das Küssen überhaupt nichts bringt. Man muss den Frosch gegen die Wand werfen. Zurück von diesem Eindruck in die Performance 6 aus dem Jahr 2011. Zurück zu den Hidden Tracks. Diesmal beschäftigt ihr euch nicht mit Sexualität, sondern mit Heimat, mit dem Begriff Heimat, Heimatgefühlen. Und ihr habt, das kann man glaube ich sagen, immer einen sehr persönlichen Ausgangspunkt für eure Performances, ohne aber dabei ins Private zu kippen. Welche Rolle spielen eure eigenen Biografien? Ja, zum einen sind die Themen, die uns gerade beschäftigen, sozusagen sowieso das Material für unsere Stücke. Das heißt, eigentlich machen wir dieses Stück, weil ich den Film The Sound of Music gesehen habe, in einem Hotelzimmer in Frankreich, und so erstaunt war darüber, dass die ganze Welt dieses Bild von Österreich hat. Es ist weltberühmt, das kennt den jeder, The Sound of Music, wo man hinkommt und sagt, I've seen The Sound of Music, Salzburg und so. Und ich kannte das gar nicht. Und es hat mich dann sehr beschäftigt, welchen Eindruck eigentlich jemand von außen haben kann auf Heimat und wie es sich gleichzeitig anfühlt für mich. Eigentlich. Und das ist in unseren Stücken immer wieder so. Also auch bei Sex zum Beispiel erzählen wir über unsere persönlichen Zugänge und wir erzählen über unsere persönliche Geschichte und finden aber durch die Probenarbeit irgendwie einen Rahmen, das auf eine Ebene zu bringen, wo es zu jemandem spricht, der vielleicht was Ähnliches aus seinem Leben kennt. Vielleicht noch eine Frage zu dem Begriff Hidden Tracks. Man kennt das vom Tonträger, das letzte Lied ist vorbei sozusagen, aber die Timeline läuft weiter und dann kommt doch noch so der versteckte Track am Ende. Man muss dazu sagen, es gab ein Vorgängerstück, das hieß nur The Sound of Music. Wie verhalten sich jetzt die Hidden Tracks zum Vorgängerstück? War da so viel Material, dass ihr einfach weitermachen musstet? Ja, das Stück hat mit uns eigentlich ziemlich viel gemacht, ja? Also dieses Thema. Das hat sich erwiesen als ziemlich schwierig. Und ausgiebig daher auch. Wir haben Material für, glaube ich, 3 Stunden. Für einige Stücke auf jeden Fall. Wir haben wirklich sehr viele Szenen gestrichen und ausprobiert und gestrichen und ausprobiert. Und es hat einiges nicht den Weg gefunden in die Performance 2012. Was wir jetzt aber mit Abstand eigentlich denken, dass das wichtig wäre. Und andererseits ist dieses Thema Heimat, aber hat in uns weitergearbeitet und
Und wir gehen, glaube ich, jetzt dieses Thema auch anders an. Ich bin da der einzige Ausländer in der Gruppe quasi, der auch nochmal einen anderen Zugang zur Heimat hat. Wir haben 2012 eigentlich ein riesiges Problem gehabt damit, dass wir nicht auf einen Nenner kommen konnten, was Heimat für uns bedeutet. Ich glaube, wir haben uns damit schon abgefunden. Ich glaube, es ist wichtig, genau zu dem Punkt zu kommen, dass das eben nicht generell beantwortet werden kann. Und ich finde gerade auch durch das, wie wir jetzt das ausstellen als Museum, als Lebendiges, kann es irgendwie viele gleichzeitig gültige Möglichkeiten geben. Und das macht irgendwie auch wieder Lust am Arbeiten. Ja. Also zum Thema Heimat gibt es anscheinend viel zu sagen bei der Schall & Rauch Agency. Und wir haben einen kleinen Einblick in die Performance Premiere am 27. Jänner hier in den Proberäumen des Dschungel Wien. Ich komme aus einem absurden Land, wo keine Sache so ist, wie es scheint. Die U-Bahn ist ein Bunker für den Kriegsfall und Frostschutzmittel wird als Schnaps verkauft. Das war ein kleiner Teaser für die Premiere am 27. Jänner, das Sound of Music Hidden Tracks hier im Dschungel Wien. Das Ganze ist Teil eines größeren Performance-Schwerpunkts, der von Jänner bis Mai hier am Dschungel Wien läuft, wo wir die Arbeit der Gruppen Schall & Rauch Agency, Two of Two und das Kollektiv und Lotterleben präsentieren. Die Links findet ihr links neben uns und wir freuen uns, wenn ihr uns im Dschungel Wien besuchen kommt.